Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir kennen in der Musik eine Menge von Gattungen mit mehr oder weniger feststehenden Formprinzipien, wie zum Beispiel das Concerto, die Sonate oder das Lied. Das Gegenteil einer etablierten Form bedeutet, der Inhalt kreiert von Takt zu Takt in unvorhersehbarer Weise ein neuartiges und einmaliges Formgebilde. Wenn wir zudem eine vitale bis eruptive Rhetorik haben und abrupte Wechsel der Emotionen, dann spricht man in der Barockzeit vom Stylus Fantasticus. Ein Paradebeispiel hierfür ist Johann Sebastian Bachs Fantasie G-Moll für Orgel. Eine fantastische Melodie ergeht sich in hoher Lage, gestützt von mächtigen Akkordblöcken, um dann quasi abzustürzen, sich wieder zu fangen und, getragen vom tiefen G im Pedal, den gesamten Tonraum der Klaviatur zu durcheilen. Auf diesen leidenschaftlichen Ausbruch folgt eine Art Traum oder stille Betrachtung. Danach wird die eruptive Rede des Anfangs fortgesetzt und werden wir immer weiter überrascht mit unerhörten Figuren und Harmonien. Gleichsam zum Durchatmen folgt jetzt eine weitere Traumepisode. Anschließend durchhören wir gemessenen Schrittes weite Räume des Quintenzirkels. In immer dunklere Tonarten gelangen wir, bis hin nach Des-Moll, eine Tonart mit 8b. In diesem Niemandsland gibt es kein Weiter mehr. Der Verlauf stockt. Es folgen drei verminderte Septakkorde, welche die letzte Ahnung einer Tonart vollends verschwinden lassen. Thank you.
Und plötzlich geht es in einer völlig unerwarteten Tonart weiter. Klangmassen wälzen sich dahin. Es ist, als hätte man eine unentdeckte Welt betreten. Kühn und aufgewühlt sind die Außenstimmen und auch die Mittelstimmen unterwegs. Und urplötzlich, mit einem gewaltigen modulatorischen Überschlag, befindet man sich wieder in der Ausgangstonart und der rhetorischen Situation des Anfangs. Nach diesem verrückten Stück freut man sich in der dazugehörigen anschließenden Fuge an deren stabilem und immer wiederkehrendem Thema. Mit ihrer monumentalen Ordnung und ihren geradezu hymnischen Weiten bildet sie ein ideales Gegengewicht zur quasi kämpferisch brodelnden Fantasie. Hören wir nun also komplett die Fantasie und Fuge G-Moll von Johann Sebastian Bach. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch dieses Audiovideo ist einem Notstandsgebiet im Zusammenhang mit Corona gewidmet. Die im Monat Juli eingehenden Spenden sind für Kinder im größten Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch bestimmt. Dort setzt sich die Kindernothilfe ein im Kampf gegen Corona, zum Beispiel mit der Bereitstellung von Schutzkleidung für die Ärzte und Pfleger. Wenn Sie die Menschen und insbesondere die Kinder in dieser enormen Notlage unterstützen möchten, so können Sie Ihre Spende auf das am Ende dieser Aufnahme angegebene Spendenkonto überweisen. Vielen Dank dafür. Ziehen wir nun mit dem im 19. Jahrhundert in Paris wirkenden César Franck in den Kampf mit seinem Pièce Héroïque, was übersetzt heißt heldenhaftes Stück. Hören wir den Anfang. Was sind hier die Zutaten für den musikalischen Ausdruck von Kampfgeist, von Mut, von Heroik? Erstens die Akkordrepetitionen. Zweitens die Klangfarbe der Zungenstimmen. Dafür nehme ich das Grumorn und die Schalmei. Drittens, die langgezogenen Töne in der Oberstimme, welche die Unerbittlichkeit des Schicksals ausdrücken mögen. Viertens, das vorwärtsdrängende, heroische Thema in der linken Hand. Und alles zusammen. Wir werfen jetzt einen kurzen Blick auf ein weiteres zentrales Element, eine Art Marschgesang. Zeit hören wir plötzlich einen ruhigen Choral, abgeklärt und voller Friede. Weiter.
Wir werden sehen, besser gesagt hören, wie sich anschließend der heldenhafte Kampf und dieser Choral des Friedens begegnen und was daraus entsteht. Sie hören nun das komplette Stück Pièce Héroïque von César Franck. Thank you.
Nach der heute so mächtigen Orgel erwartet sie ab 1. August die tänzerische Orgel. Zuerst hören Sie mit einer Partita Isfried Kaisers eine Folge von barocken Tanzsätzen. Isfried Kaiser wirkte, ebenso wie der letzten Monat vorgestellte Sixtus Bachmann, hier im Prämonstratenserstift in Obermarchtal als Musiker und Komponist. Sodann hören Sie einen Bolero für Orgel, den ich genau vor einem Jahr komponierte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur tänzerischen Orgel.